Blöder Lümmel, entschuldig dich gefälligst das nächste Mal, wenn du jemanden was vor die Füße spuckst, egal was auch immer. So. Hallihallo. Also, heute stelle ich mir die Frage, bin ich ein Boomer? Also, bin ich alt und motz nur über die Jugend oder bin ich einfach nur ein normaler Mensch, den stört, wenn sich ein anderer Mensch scheiße verhält? Das ist jetzt echt die große Frage, die sich stellt, ne? Die hätte ich gerne mal von euch beantwortet. Also, folgendes war, ich war jetzt nach der Arbeit zum Einkaufen und bin halt zum Geschäft hingelaufen, zum Eingang, und da stehen halt wie immer, meistens wenn es regnet sowieso, aber grundsätzlich eigentlich, die ganzen jungen Mitbürger vor der Tür halt, vorm Eingang. So, sag ich mal, 13, 14, 15-Jährige würde ich jetzt mal schätzen, stehen halt da zusammen ganz cool, ne? Mädchen und Jungs, und natürlich irgendeiner hat die Musik voll laut und ich stehe natürlich mitten da vorm Eingang, dass auch jeder außen rumlaufen muss. Aber das Ding ist, also ich komme da so angelaufen halt, ne? Und da steht einer mit dem Rücken zu mir und dann dreht er sich so, ich bin fast bei dem, so zur Seite und macht so einen Kopf runter und ich denke, der will da jetzt voll hinspucken, ne? Weil das machen ja auch viele total gern, dass sie einfach mal auf den Boden spucken. Und ich dachte mir schon, ne, der wird mir jetzt nicht hier vor die Füße rotzen. Aber nee, es war nicht ganz so schlimm. Er hat nur sein Kaugummi dahin gespuckt. Also direkt da vor mich dahin. Ich komme so angelaufen, der dreht sich rum, spuckt und dann liegt der Kaugummi da. Und ich denke mir, nee, oder? Weil, wie gesagt, direkt neben dem Eingang stehen die ja immer da in ihrer Zusammenrottung da. Und da ist ja auch immer ein Abfalleimer. Ey, dann nehme ich doch mein Kaugummi und schmeiße ihn da rein, oder? Muss ich den jetzt dahin spucken? Der hat jetzt nicht irgendwie assi ausgesehen, der Typ. Also, dass ich jetzt sagen würde, naja, kann mir schon vorstellen, aus welchem Haus du kommst oder so. Überhaupt nicht. Der hat echt gut ausgesehen, also gepflegt und gut angezogen. Überhaupt nicht assi. Dreht sich da rum und spuckt den Kaugummi dahin. So ein Boller da, ne? So ein rosanen Boller, verstehst du? Ein Junge, der einen rosanen Boller ausspuckt. Und ich laufe halt dann so außen rum um den Kaugummi-Klumpen da und gucken so an, so fragend irgendwie so, da ich dachte, er sagt jetzt vielleicht irgendwie, ey, ist was, Alter, oder so. Hat er aber nicht, er hat nur zurückgeklotzt halt, ne? Und ich bin dann weitergelaufen und ins Geschäft rein oder so, es ist ja nichts weiter passiert. Ich dachte mir nur, Scheiße, war ich auch so bestimmt oder nicht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hätte ich auch einfach meinen Kaugummi da so hingespuckt? Und wenn dann ein erwachsener Mensch, der meine Mutter sein könnte, mindestens, da dann gekommen wäre und ich hätte ihm gerade vor die Füße mein Kaugummi hingespuckt, hätte ich dann nicht zumindest gesagt, oh sorry, tut mir leid, ich habe sie nicht gesehen oder irgendwas gesagt zu meiner Entschuldigung? Ich weiß es nicht, ich glaube, so viel Anstand hätte ich einfach gehabt. Oder sehe ich das falsch? Ich überlege echt, muss man so viel Verständnis haben? Nee, eigentlich nicht, weil das macht man nicht. Man spuckt doch nicht einen Kaugummi dahin. Man rotzt keinen Gackel dahin, mitten da, wo alle Leute dauernd rumlaufen. Man spuckt doch keinen Kaugummi hin. Ich meine, es gibt ja genug Städte, die das Problem schon angehen, dass Leute ihre Kaugummis überall ständig hinspucken. Ne? Es gibt, glaube ich, schon irgendwo eine Stadt in Deutschland, da gibt es irgendeine Mauer oder eine Wand, wo man sein Kaugummi direkt als Kunstwerk dahin bappen kann. Also, aber direkt vor ein Geschäft. Ehrlich, das macht man doch nicht. Oder? Bin ich ein Boomer oder bin ich keiner? Ich weiß es nicht. So ein scheiß blöder Meckerfritze oder so ein alter Mensch, der sich über die Jugend aufregt. Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ich kann es nicht einschätzen, dass mir da so eine Wut hochkommt. Wenn das so, wenn die so respektlos sich verhalten, dann überlege ich aber wieder auch, Menno, vielleicht war ich ja auch so. Ich kann mich erinnern, wenn ich so 13, 14, 15 war, ich war bestimmt auch so ein blödes Miststück halt, ne? Ich wollte immer auffallen und laut und so, ne? Und so Kraftausdrücke gebraucht in der Öffentlichkeit. Glaube ich, mich zu erinnern, war ich auch so. Das kommt mir dann immer so, ne? Und dann denke ich mir,
Sag doch einfach nichts. Lass sie doch einfach. Das ist ja auch nicht dein Problem, wer den Kaugummi da wegmachen muss, wer den abkratzen muss. Vielleicht müssen die das mal irgendwann machen, weil sie keinen anderen Job finden. Müssen sie den ganzen Tag irgendwo stehen und Kaugummis vom Boden wegkratzen. Keine Ahnung. Ja, Also so bin ich dann immer am Hin und Her überlegen. Ist es ein Arschlochkind sozusagen? Oder ist es irgendwie halt ein Jugendlicher, der irgendwann hoffentlich ein normaler Mensch dann noch wird, der nicht mehr seine Kaugummis in die Gegend rumspuckt oder so, oder sich auch mal bei jemandem entschuldigt oder mal Anstand zeigt und irgendwie sagt, ja, war jetzt nicht so okay von mir, oder wird halt mal einer, der irgendwo in der Gosse landet, glaube ich aber nicht, der hat echt richtig normal ausgesehen, wie man sich halt einen normalen Jugendlichen aus einigermaßen normalen Haushalt einfach so vorstellt. Deswegen denke ich, der hat sich einfach nur nichts dabei gedacht, hat halt sein Kaugummi dahin gespuckt, das war keine böse Absicht. Aber trotzdem, hätte er sagen müssen, oh Entschuldigung, tut mir leid, ich habe sie jetzt nicht gesehen oder so. Also ich finde, das hätte er schon machen können, oder? Also ehrlich, so lassen wir das jetzt mal im Raum stehen. Ne, weil, ach, wenn jetzt selber ein junger Mensch da kommt, man spuckt einfach niemanden was vor die Füße. Macht man nicht. Ich glaube, da hätte sich auch ein anderer Mensch aufgeregt, ein jüngerer Mensch. Jawohl, so ist es. Ne? Ich bin jetzt über 50, also ich könnte eventuell, ich muss mal kurz überschlagen, die Oma gewesen sein von dem schon unter Umständen. Ja, es wird knapp, aber könnte theoretisch sein. Und jemand, der jetzt, sage ich mal, 20 Jahre jünger ist, halt, nee, haut nicht ganz hin. Aber ist egal, so eine Zwischengeneration gibt es ja auf jeden Fall auch noch. Und die hätten sich darüber auch aufgeregt und das sind noch keine Boomer. So, das sind dann Millennials oder wie die heißen, keine Ahnung. auf jeden Fall. Genau, so lasse ich das jetzt mal stehen. Ich bin kein Boomer, ich bin einfach nur ein normaler Mensch, den es aufregt, dass ein anderer Mensch ihm irgendwas vor die Füße gespuckt hat und sich nicht dafür entschuldigt hat. So, genau, das gefällt mir, damit habe ich ein gutes Gefühl. Ich denke wirklich immer dran zurück, wie ich war in dem Alter, ehrlich. Und manchmal denke ich mir, oh Gott, ich schäme mich, ehrlich, was ich so gemacht habe halt, gell? Und deswegen würde ich mich jetzt nicht als richtigen Boomer bezeichnen, der immer gleich motzt und meckert. Ich denke schon auch drüber nach. Aber jetzt nochmal von einem Mensch zu Mensch, egal welches Alter, man bekommt nicht gern was vor die Füße gespuckt. Jawohl, so ist es. Also, ich bin kein richtiger Boomer, fertig. Ich bin eine ganz normale Frau, die sich darüber geärgert hat. Basta, Ausschluss. Blöder Lümmel. Entschuldig dich gefällig das nächste Mal, wenn du jemanden was vor die Füße spuckst, egal was auch immer. So. Also, ich danke euch fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr was in die Kommentare dazu schreibt, weil das mich schon interessieren würde, wie ihr die Sache seht mit den verschiedenen Generationen untereinander. Aber man kann doch trotzdem von Mensch zu Mensch erwarten, dass man sich anständig gegenüber, also gegeneinander, gegenseitig verhält, oder? Ja. Wäre schön, wenn ihr mal da eure Meinung dazu schreiben würdet. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.